Servus, mein Schüssi, da euer Rolbis mit einem neuen Advanced Waffe Informationsvideo. Und heute haben wir wirklich was Cooles. Und zwar bekommen wir wieder zwei neue kostenlose Waffen in Advanced Waffe. Und ihr seht schon im Hintergrund ein Bild. Und diese werden am 29. September für die Xbox One rauskommen. Für alle anderen Plattformen, wie immer, circa einen Monat später. Und ihr seht schon diese zwei Waffen, die wir heute bekommen. Und zwar einmal die MP40 und einmal die M1911. Und ja, ihr seht jetzt im Hintergrund eine Animation von der 1911 mit noch einer anderen Variation, mit so einer weißen Tarnung bekommt sie dann. Und ja, was soll ich zur Pistol sagen? Und zwar sind die Pistols in Advanced Warfare generell nicht so gut. Und ich hoffe, dass das endlich mal eine Pistol wird, die jetzt einfach mal sich heraushebt von den anderen und mit der man auch spielen kann. Weil sonst kannst du in Advanced Warfare mit keinen Pistols normal zocken. Und ich hoffe eben, meine Erwartungen sind groß, dass man eben mit dieser Waffe halbwegs gut zocken kann dann. Und dann zur MP40. Und auf diese Waffe warte ich echt. Die perfekte zweite Weltkriegswaffe hier. Und zwar seht ihr sie, es ist ein SMG mit noch so einer Camor, die Animation seht ihr im Hintergrund. Und ich freue mich richtig auf sie, kennt man ja aus Call of Duty 4, glaube ich, war das oder so. Korrigiert mich in den Kommentaren, falls es irgendwo anders war. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal mit der gezockt und ist halt eine coole SMG, wo man auf Nahkampf richtig rasieren kann. Zum Beispiel auf kleinen Maps wie Comeback oder so geht das in Advanced Warfare richtig gut. Und ich freue mich schon richtig auf diese Waffen und wie schon gesagt, Advanced Warfare macht einfach immer so geile Sachen. Jetzt haben wir schon insgesamt 8 kostenlose Waffen. Also wir haben jetzt schon momentan 6 kostenlose Waffen, noch 2 dazu, die jetzt am 29. September eben kommen. Dann haben wir ganze 8 neue Waffen und vielleicht kommen ja, bevor noch Black Ops 3 kommt, vielleicht kommt ja noch ein, zwei neue Waffen und das war richtig nice. Also ihr könnt natürlich eure Meinung unten schreiben, würde mich natürlich freuen, was ihr so über die Waffen denkt. Freut ihr euch oder ist das jetzt nicht zu euch, ist das zu viel oder so? Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da, falls euch das Ganze gefallen hat und falls ihr weiter Informationen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, abonnieren. Und ja, das war's mit dem heutigen Video. Wer sich dieses bisher gegönnt hat, hat entweder kein Leben oder kein Leben. So sind halt die Menschen heutzutage. Haut rein und ciao.